Der Account startet in Iron 4 und das Ziel ist es, mit diesem Account mit möglichst hoher Winrate und möglichst wenig Spielen nach Master zu kommen. Der Account hier ist jetzt wirklich richtig hardstuck Iron 4. Starten tun wir mit einer 26,6%igen Winrate, ne? 25 Wins und 69 Loses. Also dieser Account hat die schlechtesten Grundvoraussetzungen, um ein Master-Account zu werden. Und deswegen werden wir diesen Account nach Master spielen. Heimerdinger? Heimerdinger war auch sehr broken neulich. Mein Corki ist auch sick. Xerath wäre auch witzig, ne? Da könnten wir so Scripts wieder machen. Da müsste ich nur meine Ulti, müsste ich nur meine Ulti spammen. Damit es so aussieht, als würde ich scripten. Ich dachte, jetzt kommt Tristana-Action. Ja, Support hat doch gut geklappt. Never change your running system. Also, solange wir Support gewinnen, bin ich am Turbo-Train. Blitzcrank, Lux oder Heimerdinger ist die Frage. Ich glaube, Lux ist nicht so gut mit Vayne. Ich glaube, wir machen einen auf Catch. Weil der AP-Blitzcrank wurde gebufft, oder? Wurde nicht AP-Blitzcrank gebufft? So auf Mana und so? Everfrost hieß das? Usually not a good idea to do that, Vayne. Der Hook war gut, denke ich. Der Hook war gut. War halt Blind Hook. Der hat uns eigentlich nichts gekostet. Natürlich schade, dass die Vayne da randomly noch reinläuft, nachdem wir schon den Ward bekommen haben. For free. Der zweite. Na, ja, der zweite war schade. Das ist ein bisschen schade, aber es ist okay. Not bad. Damn, das war ein sicker Move von ihm. Ist alles
für meinen TF bitte Permaban. Warte mal, watching. Nice red card, bro. Gib ihr Solo Gold. Das führt dann meine Teammates. In der Hoffnung, dass die rankommen. I'm so confused. I'm so confused with this blitz typing. Interesting.
So, ich habe Vision gemacht. Morgana wird jetzt versuchen, ein bisschen Vision zu den Nein. Und dann habe ich nochmal Vision. Baitinator. That's probably fine, actually. Oh, bitte sei vorsichtig, Fane. Ich wollte ihn nur aufhalten. Mal gucken, ob es lang genug war. Na, schade. Ja, ist halt Olmi, ne? Loki, es ist eine ADC und eine Jungle Gap. Ich wollte den Drake, aber wir machen ihn nicht. Digga, Seju? Ist das ihr Ernst? Der hat legit fast Leute umgebracht. Will ich so nie mal weg. Bitch.
You don't get to def your base. 9 times Morg and Rek'Sai. Da sieht man, wer am meisten gegappt wurde. Jungle und Support. Die Vayne ist nicht getiltet. Ja. I mean, das Ding ist, ihr müsst also einfach nur Early Game euren ADC Head bringen und im Late Game halt irgendwie einen guten Hook machen oder so. Gut, in dem Fall war es jetzt nicht mehr wichtig, weil die halt super, super schlecht waren, die Gegner. Aber mit Blitzcrank muss man halt einfach nur in den wichtigen Fights einmal den wichtigen Dude bekommen. Und das haben wir bekommen. Wir haben gute Trades bekommen. Wir haben richtig krass gebaitet bei einem einen Drake Fight. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, so we take it. This is your moment. Now is your time. So prove yourself and die.